Der BB Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Bei mir ist Ingmar Stadelmann, ich sage mal Kollege Stadelmann, wenn ich das sagen darf. Weil du darfst. Er ist nicht nur Comedian, einer der besten, die wir in Deutschland haben, er ist auch Radiokollege. Und die Geschichte von Ingmar Stadelmann werden wir jetzt in dieser Sendung mal ein bisschen erzählen. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, ich freue mich, dass ich da sein darf. Ich fahre ja relativ oft hier dran vorbei, weil es eine gute Abkürzung ist, wenn Stau ist. Nächstes Mal hältst du einfach an, wenn du da bist. Ich hupe. Nein, reinkommen. Du musst schon reinkommen, damit wir ein bisschen reden können. Ingmar Stadelmann ist der Meister des bösen Wortes. Das sagt zumindest die Neue Westfälische Zeitung. Oder auch der Kämpfer gegen Humorlosigkeit und für den Wahnsinn. Herzlich willkommen in meiner Realität gerade. Wir werden das gleich mal ausführlich beleuchten, weil im Augenblick passieren ja Dinge, die für uns nicht alltäglich sind. Also nicht nur für uns Radio- und Fernsehleute, sondern und für Comedians, sondern allgemein. Ne? Ja, ist Wahnsinn, oder? Wir sitzen bei diesem Interview auch, das muss ich mal sagen, 3 Meter auseinander. Sicher, sicher. Und man macht ja Begrüßung auch nur noch mit dem Ellbogen. Ne? Ja. Das ist der Ellbogen-Check ist jetzt wirklich große Mode. Und oder die Faust. Faust geht auch so. Mhm. Ne? Ghetto-Faust macht man auch noch. Aber man gibt nicht mehr die Hand. Okay. Jetzt wollen wir erstmal erzählen, wie Ingmar Stadelmann überhaupt zu einem der besten Comedians Deutschlands werden konnte, weil deine Karriere begann ja so wie meine Karriere beim Radio, ne? Mhm. Ging das so los damals? Ich habe davor, also als ganz junges Menschenkind ja auch schon irgendwie Bühne und so weiter gemacht und Sketch und so weiter gespielt. Und dann habe ich eigentlich relativ viel Zeit tatsächlich beim Radio verbracht, beziehungsweise besonders beim Privatradio, weil das zu der Phase für mich tatsächlich ein Ort der Kreativität war. Und da waren wir relativ unberührt und ungebremst und konnten machen und tun. Und das hat mir eigentlich ganz gut getan. Ja. Und wenn ich irgendwas gelernt habe im Leben, dann ist es Moderieren auf 1,30. Wir haben länger Zeit heute. Also nicht, dass du jetzt irgendwie auf die Idee kommst, sind wir fertig? Hallo, nein. Willkommen bei BB Radio. Hier kommt Luna. Du hast uns schon lange nicht mehr gehört, weil Luna spielen wir wirklich sehr, sehr selten. Ja. Echt? Ja, ja. Ach, fuck. Obwohl, Luna könnte man eigentlich mal wieder spielen. Ich wollte gerade sagen, Ballando, das kann man, geht doch immer. Aber ist doch stimmungstechnisch gerade gut. Aber pass auf, wir haben ja diverse Streams, 25 verschiedene. Da gibt es ja sämtliche Musikrichtungen und bei 90er ist Luna tatsächlich mit bei. Ballando, ja, definitiv. Und wie heißt der andere Song, den wir mal umgedichtet haben hier mit Mama, Mama, Corona? The Neck? Ja! My Sharona. In Zeiten wie diesen hat er natürlich eine völlig neue Bedeutung, ja, My Corona. Ne? Absolut. Das ist aber, glaube ich, noch länger her. Da warst du noch nicht mal auf der Welt. Da war ich auf der Welt. Nee, das 1980 ist geboren, das war irgendwie ein 70er-Hit, war? Ja, ein 70er-Hit und ist tatsächlich auch nur comedy-mäßig ein sehr, sehr schönes Sound-alike gerade, wenn man noch lachen kann. Wolltest du jetzt gerade mein musikalisches Wissen Ich wollte mal gucken, was du so drauf hast hier. Ja, und? Also tatsächlich. Also, Punkt, weiß, er weiß, was so läuft. Das ist ja viel wert. Du kommst ursprünglich aus Salzwedel, aus Sachsen-Anhalt. Mhm. Und was hast du gemacht, bevor du zum Radio gegangen bist? Ich habe tatsächlich mal eine Runde studiert. Ich habe Publizistik, Kommunikationswissenschaften studiert an der FU in Berlin. Allerdings, wie man das so korrekt macht, nicht fertig, sondern man bricht ab und ist dann erstmal quasi deprimiert und sucht sich seinen Weg und endet dann beim Privatradio. Du kennst das. Mhm. So ein bisschen ist das am Anfang gelaufen. Also ich hatte den irrtümlichen Gedanken, dass ich studieren müsste, habe dann aber relativ schnell festgestellt, da gibt es wenig Applaus und ich habe das auch nicht so richtig auf die Ketten bekommen und dann habe ich mir halt einfach die Frage gestellt, bist du zu blöd dazu oder interessiert es dich einfach nicht? Und meine Antwort war natürlich, es interessiert mich einfach nicht. Und dann war eigentlich nur noch die Überlegung, macht man es trotzdem, zieht man das jetzt durch, weil man irgendwas in der Tasche haben muss, wir sind immer noch in Deutschland, oder sage ich, das ist ja eigentlich Zeitverschwendung, du wirst es nie benutzen, also lass es. Und ich habe mich für Zweiteres entschieden. Und wie viele Semester hast du geschafft? 5. Doch, so viel? Ja, Moment, ich wusste nach 3 Semestern, dass ich nicht mehr will und da habe ich noch 2 Semester gebraucht, meinen Vater das zu erklären. Aber ich meine, 5 Semester ist fast geschafft. Ja, also scheinetechnisch hätte ich wahrscheinlich doch noch ein bisschen länger gebraucht. So, also ich habe da 5 Semester, ich habe auch viel ausprobiert. Ich habe da nicht nur Publizistik, Kommunikationswissenschaften mir angeguckt, ich habe mir Geschichte angeguckt, ich war sogar mal eine Runde bei BWL, Soziologie habe ich mir angeguckt. Also ich habe gedacht, vielleicht bin ich nur im falschen Studiengang, aber am Ende war tatsächlich das generelle Studieren, das war nicht so richtig meins. Ich habe früher in der Schule keinen Bock gehabt, so irgendwelche Texte auswendig lernen zu müssen oder mir ständig irgendwelche so auswendig Lernaufgaben, das war nicht meins. Das bin ich heute noch schlechter. Ich lerne ja auch meine Texte nicht auswendig für die Bühne, sondern wenn ich Sachen selber schreibe, dann habe ich das Privileg und den Vorteil, dass ich mir die einfach merken kann, weil ich die geschrieben habe. Ne? Dann spiele ich das ein paar Mal und dann fällt mir da wieder was dazu ein und dann schreibt man wieder was Neues dazu. Aber ich bin kein Interpret. Ne? Ich kriege jetzt keinen Text von irgendjemandem und kann den dann aufsagen. Da bin ich unfähig.
Das ist unsere Privatradio-Krankheit. Ja, wir haben das irgendwie mit der Muttermilch aufgesogen, dass man irgendwie ganz schnell irgendwelche Informationen aufsagen kann. Dann muss man daraus 1,30 bauen, dass die Leute es verstehen. Und hey, man muss, kann das ja mal sagen. Ne? Also ich glaube ja tatsächlich, und das sage ich jetzt jemand, der weich gepudert bei den Öffentlich-Rechtlichen sitzt, ich kann das ganz klar sagen, dass die Ausbildung und das, was man im Privatradio gelernt hat, als Handwerk, das ist unbezahlbar. Hm. Weil die meisten Radiosender oft in dieser Größenordnung, die haben einfach ja das Problem, dass sie chronisch unterbesetzt sind. Und das hat den Vorteil, dass du als Volontär und so weiter halt alles selber machen musst. Und du lernst es aber auch nur so, ne? Weil du einfach alles selber gemacht hast. Und am Ende machst du eine Radiosendung, die du tatsächlich selber geschrieben, produziert hast und alles und sprichst. Mhm. Das gibt es ja so im öffentlich-rechtlichen Rahmen gar nicht. Das findet da ja gar nicht statt. So, du hast andere Vorteile und so weiter, aber für mich war das so, was Kreativität angeht, Beiträge schneiden, Beiträge bauen und so weiter, war das einfach zu der Zeit einfach Gold. So, ich weiß nicht, ob das jetzt noch so ist, kann ich nichts zu sagen. Aber damals, als wir beim Privatradio angefangen haben, einen wunderschönen guten Morgen. Hallo. Hallo. Wir sind Ingmar Stadelmann und Jens Hermann in wir einem Studio. Wir zahlen Ihre Rechnung. Nicht. Ja, ich habe ja gesagt, wenn Ingmar Stadelmann hier vorbeikommt, wird es definitiv sehr, sehr lustig werden. Und an dieser Stelle ganz kurz vielleicht ein Hinweis an alle Veranstalter. Auch Corona wird ja irgendwann vorbei sein. Und wenn ihr für eure Veranstaltungen einen Moderator bucht, dann nehmt bitte immer einen von den Privatis, keinen öffentlich-rechtlichen, weil die Veranstaltung ist dann auch deutlich früher fertig. Also wir schaffen das schon, eine Veranstaltung so in anderthalb Stunden runterzureißen, bevor die Leute anfangen einzuschlafen, ne? Ist es so? Ich kann dazu gar kein wenig sagen. Ne? Also wie gesagt, ich bin ja in erster Linie als Stand-Up-Comedian unterwegs und spiele meine Tournee, so Gott und Corona wollen. Aber von daher bin ich da ganz safe aufgestellt und ich hoffe, dass die Leute ihren Spaß haben, wenn sie zu meinen Shows kommen. So. Als du damals dein Studium abgebrochen hast, ja, und das erste Mal beim Privatradio aufgeschlagen bist, wahrscheinlich in der Form eines Praktikanten, haben, ja, die sofort, ja, dein Talent erkannt? Aber Das weiß ich nicht genau. Das war damals auch eine Situation. Ich bin, also mein, oder anders, ne? Ich habe das mit dem Studium dann abgeschlossen und habe gesagt, jetzt musst du dich, irgendwie musst du ja was machen. Da musst du dich mal mit Sachen beschäftigen, die dich interessieren. Das war Medien, Radio, Fernsehen und so weiter. Das hat mich schon mal interessiert. Dann hatte ich mir vorgenommen, du schreibst jetzt hier, weiß nicht, 20 Bewerbungen und guckst dir tausend von Sachen an. Und dann habe ich genau eine Bewerbung abgeschickt und die haben mich nach 3 Tagen angerufen und haben gesagt, du, der Praktikant, der Montag anfangen sollte, der ist ausgefallen, der kommt nicht. Wenn du willst und wir heute noch das Gespräch haben, dann kannst du Montag hier anfangen. Und so lief das. Dann bin ich da hingegangen, ich habe die Bewerbung abgeschickt, glaube ich, an einem Montag und wie gesagt, am Mittwoch hatte ich einen Anruf, Donnerstag war ich da. Und nächsten Montag war ich Praktikant da. So, damit hatte sich natürlich mein Plan, 20 andere Bewerbungen zu schreiben, erledigt. Ne? Weil in meinem Größenwahn war das natürlich der Beweis, du musst einmal eine Bewerbung schreiben und fertig ist die Laube. Habe ich dann aber schnell gemerkt, dass es das auch noch nicht ist. Aber das ging dann relativ flott. Ja. Hast du gar nicht solche Verlegenheitsjobs gemacht, wie wir alle anderen? An der Bar gearbeitet, an der Tankstelle, irgendwas, um ein bisschen Geld zu verdienen? Das musstest du nicht machen? Nee, das musste ich nicht machen. Ich habe schon immer Geld verdient mit meinem Talent, aber auch da gibt es Verlegenheitsjobs oder Gelegenheitsjobs. Ich habe mal Strip-Shows moderiert in Berlin-Brandenburg. Cool. Ich habe mal eine ganze Weile Männer und Frauen und Männer Strip moderiert. Da fragt man sich, was macht man da? Aber die brauchen natürlich einen, der sozusagen die Show präsentiert. Und meine erste, also das will ich nicht vergessen, das war irgendwo in der Nähe von Cottbus, in so einer Großraumdisco, bin ich da rausgekommen, da standen 500 schreiende Frauen. Und als ich da rausgekommen bin, da guckten die ein bisschen verwirrt. Und dann war meine erste Line, keine Sorge, ich bin nur der Moderator. Und damit waren die happy und haben mir dann aus der Hand gefressen. Das war natürlich interessant, weil ich habe am Ende 500 Frauen dazu gebracht, dass sie, bevor die Jungs rauskamen, gerufen haben, Fleisch, 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 Fleisch. Und so war der Verlauf der Show. Ich war da ganz happy, weil die das geil finden. Und da kam irgendwann, nach 3 Terminen, kamen die Stripper-Jungs zu mir, eigentlich alles auch abgehärtetes Männerpack, die kamen dann zu mir und sagten dann irgendwann, du immer, das mit dem Fleisch, das ist uns irgendwie unangenehm. Wie dachte einer, du wedelst mit deinem Pimmel über eine beleuchtete Bühne. Was ist denn jetzt das Problem? Aber dann haben wir das mit dem Fleisch weggelassen. Da fühlten sie sich reduziert. Also es gab damals schon bei einer Strip-Show auch ein Comedy-Programm, ja? Ja, das war, also das kann man natürlich nicht vergleichen mit dem, was ich heute veranstalte. Es ist aber natürlich im Prinzip ein Stahlbad, ne? Durch das, dass man durchgeht. Wenn man mal so Großraumdissen durch hat und das erlebt hat, was da auf einen so, da muss man schon stehen müssen wollen. Ne? Da muss man schon wirklich. Und das war, zu der Studentenphase war es aber total easy, weil das dann irgendwie entspanntes Geld war. Das habe ich irgendwie 3-4 Mal im Monat gemacht und hatte genug Geld, um Miete und so weiter zu bezahlen. Also das war, in dem Sinne war das okay. Deswegen hat mich das verschont davor, dass ich irgendwo einen regulären Job nachgehen muss, in dem ich wahrscheinlich gescheitert wäre.
mit nackten Frauen auf einer Bühne zu stehen, es gibt auch Schlimmeres, oder? Das stimmt auch, das kommt noch hinzu. Und das Geile ist halt, ne, du kannst ein Klischee über Männerstripper sagen. Ich sage dir sofort, es stimmt. Alle Klischees über die Jungs sind wahr und alle Klischees über die Frauen sind leider gelogen. Das waren die entspanntesten Frauen, die ich in meinem Leben kennengelernt habe, sind Stripperinnen gewesen. Die haben das war für die ein Job, ne? Die sind da hingefahren, haben einen Job gemacht, die waren Krankenschwestern und haben das als Nebentätigkeit gehabt und so weiter. Und das waren total entspannte Mädels. Also das war total super. Auch keine komischen, also kein Tussi-Alarm oder irgendwie so, man denkt so, oh Gott, die denken jetzt, sie wären irgendwelche Stars. Nee, die haben gesagt, ich habe da kein Problem mit, für mich ist das Entspanntes zu machen und es gibt ein gutes Geld, also mache ich das. So. Und das war sozusagen eine professionelle Herangehensweise. Und damit konnte ich total gut umgehen. Bei den Jungs war es halt wirklich, also wirklich, man kann es nicht erzählen, aber es artete wirklich jedes Wochenende aus. Und man saß irgendwie völlig fast betroffen in der Ecke und dachte, oh ja, ob das jetzt hätte sein müssen, ich weiß es nicht. Aber die Jungs waren, also die haben auch ihren Spaß gehabt, aber für die war das halt kein Job, sondern Erfüllung. Kleine Anekdote nur, wenn du gerade schon mal da bist. Ne? Eine kleine Anekdote, bitte. Also, unvergessen, diese drei Mädels, Deep in the East, so eine Großraumdisse. Und da waren so eher drei kräftige Mädels, die hinterher in den Backstage geladen wurden. Und da haben die Jungs tatsächlich gewettet, ob sie schaffen, und das ist natürlich ekelhaft, schaffen alle drei mit den Mädels rumzumachen. Also nacheinander. Und genau das, ich saß da in meiner Ecke las in meinem Handy rum und genau das passierte dann auch. Also, und wir haben es dann auch alle erfahren, weil der Erste rauskam und sagte, fertig! Und dann kam der Nächste, fertig! Und der Nächste nochmal fertig. Und die drei Mädels waren aber auch total glücklich. Es war nicht so, dass sie das Gefühl hatten, oh Gott, ist das schlimm, was hier passiert, sondern die freuten sich des Todes, dass sie jetzt mit den durchtrainierten Muskeljungs rumgemacht haben. Und gingen dann an mir vorbei und warfen mir dann mitleidige Blicke zu und dann, oh, du hast aber heute gar keine abbekommen, wa? Und ich dachte, nee, ist alles gut für mich. Ich bin entspannt jetzt. Wenn wir schon mal gerade hier sind, wir können auch noch den Moderator glücklich machen. Ingmar Stadelmann ist bei mir. Er ist nicht nur ehemaliger Radiomoderator, er ist auch begnadeter Comedian. Und seine Karriere begann mit dem ersten Auftritt im Quatsch Comedy Club in der Talentschmiede, glaube ich, 2007. Das ist gar nicht so lange her. 13 Jahre, oder? Ja, aber ja, 2007, Quatsch Comedy Club, tatsächlich. Das waren die ersten, die irgendwie an mein Talent tatsächlich geglaubt haben. Und die mich auch schon gebucht haben, als sie noch nicht jeden Abend lustig war, um es vorsichtig zu formulieren. Ne? Also man hat ja am Anfang gerade wahnsinnige Qualitätsschwankungen, weil man nicht genau weiß eigentlich, was man da macht. Das ist so ein bisschen wie, weiß nicht, das erste Mal segeln gehen und man ist da irgendwie auf hoher See und manchmal kriegt man irgendwie die Welle und den Wind und manchmal platscht man halt eiskalt ins Wasser. So. Und dann muss man halt wieder hochsteigen und eine neue Welle und neuen Wind suchen. Und so war das im Quatschclub am Anfang. Also ich hatte da schon auch viel Glück, weil die relativ früh erkannt haben, das ist ein ganz interessanter Charakter, ein ganz interessanter Typ, weil der das ein bisschen anders, ein bisschen rougher angeht. Und das war ja im Prinzip, als 2007 war es ja noch mal ein anderes Metier, das hat sich auch total entwickelt. Ne? Berlin-Brandenburg ist total groß, was Stand-Up-Comedy angeht. Ne? Du kannst ja in Berlin im Prinzip jeden Abend zu irgendeiner Open Stage gehen und kannst Comedians sehen, ne? Weil jeden Abend irgendwo eine Show stattfindet. Und wir reden nicht davon, dass das irgendwie 500 Leute irgendwo sind, sondern es sind irgendwelche Bars, wo Leute sagen, heute Abend probiere ich das mal aus. Und das ist ja generell total gut, ne? Weil das dafür sorgt, dass es, was Stand-Up angeht, einfach eine gute Entwicklung geben wird in Deutschland. Und ich würde fast vermuten, dass wir in 4-5 Jahren Deutschland Stand-Up-mäßig sehr, sehr viel noch mehr Berlin-Brandenburg geprägt sind. Das geht gerade durch die Decke mit dem Comedy. Deshalb, wir sind auch Unterstützer des Quatsch Comedy Clubs. Also wir haben eine Kooperation, wir machen mit denen eine ganze Menge. Bei uns gibt es in der Morgensendung die besten Comedians Deutschlands, die vom Quatsch Comedy Club präsentiert werden. Und da kommen ständig auch neue Talente. Das finde ich sehr, 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 sehr geil. Das haben die sich ja bewahrt. Die haben ja so eine Hotshots, so eine Talentshow. Als ich das gemacht habe, damals hieß es, wie gesagt, Talentschmiede. Die hat damals, als ich angefangen habe, Ades Zabel moderiert. Ades Zabel als Edith Schröder. Das Publikum war halt damals wahnsinnig homosexuell, weil er halt wahnsinnig viele homosexuelle Fans hatte. Und er hat natürlich auch wahnsinnig viele homosexuelle Witze gemacht. Und mit den Klischees gespielt und so weiter. Und ich meiner Naivität habe einfach gesagt, na, wenn der das kann, dann kannst du jetzt rausgehen, kannst du das auch machen. Aber die waren ja mit dem connected, ne? Der galt ja als Teil der Szene. Und als ich rausgekommen bin und der Meinung war, ich müsste das machen, war das natürlich erstmal, was ist denn mit ihm? Was soll das denn? Ausgebuht. Nee, aber sie waren erstmal so, aha. So, und dann haben sie immer gecheckt, okay, er macht das mit jedem.
was er da veranstaltet, erkennt er, also da ist auch eine Form von Gleichberechtigung vorhanden, er verarscht alle. Da war das wieder okay so, aber da habe ich auch am Anfang gelernt, okay, das hat natürlich total damit zu tun, mit was für einem Publikum man sich wo befindet und was das Publikum auch über einen denkt, ne? Ob sie mit dir mitgehen und lachen oder nicht. Also es spielt sowieso wahnsinnig viel Psychologie eine Rolle bei Comedy. Du warst ja früher lange Zeit der lustige Morgenmann bei verschiedenen Radiostationen, das heißt, morgens habe ich nur bei einer gemacht, das, ja. Also morning schon. Aber auch nachmittags hast du gemacht und so. Ja. Und in dem Augenblick hast du natürlich auch dein Comedy-Talent unter Beweis stellen können. War es für dich klar, du machst das mal, wenn du ein Gag gemacht hast, haben die mehr gelacht als bei den anderen? Ja, als ich Radio gemacht habe, hatte ich ja tatsächlich auch schon ein bisschen Bühnenerfahrung. Ich habe ja vorher schon Bühne gehabt und so weiter. Und das ist auch etwas, was ich eigentlich jedem empfehlen kann, der irgendwie spricht und so oder Radio machen will oder irgendwelche Podcasts. Probier das mal vor Publikum aus, was du da als lustig empfindest, weil das dafür sorgt, dass man bestimmte Sachen einfach nicht mehr sagt. Ne? Wenn ich so quer durch Deutschland fahre und Radio höre, dann höre ich höre im Prinzip bei Moderatoren, ob ich die kenne oder nicht, dann weiß ich, ob die Live-Erfahrung haben oder nicht, ob die schon mal auf einer Bühne gestanden haben oder nicht. Weil jemand, der live antizipieren kann, wie Menschen auf bestimmte Sachen reagieren, der sagt bestimmte Sachen im Radio nicht oder anders. Und man hört sofort, wenn da einer ist, okay, der macht das gerade erst neu, der hat noch nie live irgendwo gestanden, der haut jetzt mal einen raus, weil er denkt, das ist so schön lustig und provokant. Es ist aber meistens dann einfach nur quasi selbstentblößend, was für mich als Profi beim Zuhören auch amüsant ist, aber ich glaube, fürs Publikum ist es dann eher so, sie denken, was ist denn da los? Und das erzeugt dann oft, glaube ich, das Gefühl bei Leuten, dass sie denken, was labern die denn da? Das ist doch nicht lustig, was der da redet. Hast du mal am Anfang deiner Karriere das Gefühl gehabt, du musst auf die Bühne raus und den Leuten etwas erzählen, was du persönlich sehr lustig findest und was dann komplett gegen die Wand gefahren ist? Ja, sehr oft, mein Lieber, sehr oft. Erzähle. Also es gibt meine allerersten Sachen, die ich ausprobiert habe. Ne? Da bin ich, das war in der Scheinbar noch. Das ist noch ein kleinerer Laden als Quatsch Comedy Club. Ist ja schon relativ groß. Aber Scheinbar ist so eine kleine Open Stage in Schöneberg. Gibt es immer noch. Kann man noch hingehen und sich ausprobieren. Und da war ich der Meinung, ich müsste eine Nummer über Kleinwüchsige spielen. Weil ich es wahnsinnig lustig fand, dass wer erstmal auf die Bühne geht und über Kleinwuchs spricht und hatte mir dann so gedacht, damit man das irgendwie, damit Leute sich nicht angegriffen fühlen, definiere ich Kleinwuchs erstmal. Und hatte wirklich schlimme Gags, die Kleinwuchs definiert haben und fand die wahnsinnig lustig. Die Leute fanden es halt null lustig, weil das natürlich nicht funktioniert, weil ich keinerlei Kleinwüchsigkeit aufzubieten habe und man natürlich wortwörtlich nach unten tritt. Entschuldigung. Ja, muss sein. Aber es ist ja so, ne? Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Und hinterher kam der, am nächsten Tag habe ich gedacht, ich probiere es jetzt nochmal, hat ein bisschen umgestellt und dachte, jetzt guckst du nochmal, was heute geht. Und da kam der Chefbittler vom Laden und sagte dann, ah, Ingmar, das mit den Kleinwüchsigen, ich glaube, das machst du hier lieber nicht mehr. Das möchten wir hier nicht. Und das hörte damals Kollege Thomas Kreimeier, heißt der Mann, der Kabarettist. Der kannte mich null. Ne? Der hat das nur mitbekommen, was es für eine Diskussion gibt und dass die mich nicht auftreten lassen wollen. Und der war im Prinzip der Star von dem Laden. Der hatte oft gespielt, hat die Butze voll gemacht und so weiter. Und er hatte das nur gehört im Vorbeigehen und guckte hin aus der Garderobe raus und fragte, was los ist und sagte, na, die wollen nicht, dass ich auftrete, weil ich die Nummer nicht spielen soll. Und er sagt, überlegte ja kurz und sagte, wenn er die Nummer hier nicht spielen darf, spiele ich hier auch nie wieder. Und ging wieder in die Garderobe. Und ich war so, dachte so, wow, was war das? Und auch der Besitzer dann so, oh, das hat, ja, Moment, Thomas. Und, so, und dann gab es eine riesige Diskussion für ein paar Sekunden und dann war aber relativ schnell klar, dass ich spielen darf. Und das fand ich so eine, als solidarische Geste, fand ich es wahnsinnig stark, weil es hätte also wirklich nicht machen müssen, ne? Zeigte mir aber, dass es im Prinzip auch innerhalb, es gibt schon eine bestimmte Solidarität zwischen den Künstlern. Ja, der Kreimeier ist auch ein cooler Typ. Ja. Und der ist sowas von spritzig. Meine Güte, der lebt ja von der Impro, wa? Genau, der ist der Impro-Mann überhaupt. Da hat man auch sich, ich habe mir auch viel abgucken können bei dem, ne, weil man einfach sieht, mit welcher Ruhe der die Energie durch den Raum trägt. Ne? Also der wird nicht nervös, wenn mal 30 Sekunden nichts passiert, sondern der spricht einfach den rosa Elefanten an, der da im Raum ist. Also Thomas Kreimeier kann man absolut, es ist immer ein anderer Abend, es passieren immer andere Dinge, ne, in der Auseinandersetzung mit dem Publikum, weil der im Prinzip seine Show aus dem baut, was da live passiert. Und Teile von meinem Programm funktionieren auch so. Ja, also ich bin ja auch so, dass ich gerne spüre, was im Publikum passiert und hören möchte, was die Leute sagen oder denken und das dann auf die Bühne transportiere. Und oft die Leute, die merken das ja gar nicht, die sagen ja irgendwas, was für sie eine völlige Alltäglichkeit hat, eine Normalität hat. Und in dem Moment, wo man es auf die Bühne hebt, das einfach wiederholt und das im Scheinwerferlicht nochmal betont, entsteht die Komik. Weil Leute sagen, ja, das ist natürlich, ja, das ist ein absurder Gedanke, aber ist so. Du wirst nicht nervös, wenn die 30 Sekunden nichts passieren zwischendurch? Nee,
Nee, also am Anfang war das auch so. Ich meine, bin ich in der mittlerweile in der komfortablen Situation, dass Leute zu meinen Shows kommen, die wissen, was ich treibe. Die wollen die Action, die ich da mache. Das heißt, die haben generell Bock auf diese Shows, die ich veranstalte. Das war natürlich am Anfang nicht so. Am Anfang hast du ja wahnsinnig viele Leute, die dich zum ersten Mal live sehen, die neugierig sind. Dann hast du so das berühmte Abo-Publikum, also Leute, die einfach Tickets für ein ganzes Jahr haben in so klassischen Theater und bezahlt ist bezahlt hingehen. Das sind dann die empört aufstehen nach 20 Minuten. Oder sagen, Mensch, der Stadelmann, den kann ich gar nicht auf den Schirm vorher. Ja, das im besten Fall kann das auch passieren, aber ich glaube tatsächlich, in dem Moment, wo man ein bisschen Reibung bietet und eben ein bisschen polarisiert und eben nicht automatisch an die gewohnten Anknüpfpunkte anspielt, hat man solche Leute immer gegen sich, weil die natürlich erwarten, wie so eine Form von Dienstleistung, dass man abliefert, für was sie bezahlt haben. Das ist ja die Grundidee hinter so einem Ticket für ein ganzes Jahr. Wer kauft sich denn ein Ticket für ein ganzes Jahr, ohne zu wissen, wo er genau hingeht? Also würde ich nie machen. Ich gehe gezielt zu Leuten, die mich interessieren. Genau. Und ich glaube, mit denen kann man, da hatte ich echt auch eine harte Zeit, ne? Also so Theater, wo das so war. Und da gab es tolle Shows in NRW. Da waren, was waren da, 700, 800 Leute. Da war im Prinzip die Hälfte des Publikums war wegen mir gekommen. Ne? So 400 Leute, die sind gekommen, weil sie ein gekauftes Ticket für eine Stadelmann-Show wollten. Und die anderen 400, das waren so Abo-Leute, die immer da sind, die nicht wussten, ob was ich. Das war ein Krieg im Publikum. Das war unfassbar. Das habe ich am Ende nur noch von der Bühne moderiert, weil die sich gegenseitig beschimpft haben. So wie im Boxring. Ja, ja, weil die Leute sich gegenseitig angegangen sind. Ich wollte, was macht ihr denn hier heute Abend? Warum kommt ihr her und macht uns die Show kaputt? Und die anderen haben gesagt, wir haben doch bezahlt. Wieso ist denn der so frech für uns? Und es war fantastisch. Und ich habe einfach oben gestanden und gesagt, Leute, kann ich euch alle mit auf Tour nehmen? Das ist einfach das Beste heute Abend. Man muss gar nichts machen, musst du kein Programm spielen. Hab da wirklich eine halbe Stunde im Prinzip einfach nur den Kampf Publikum gegen Publikum moderiert. Verwirrt dich sowas, wenn du feststellst, dass nach der Halbzeitpause jemand, der vorne in der ersten Reihe saß oder vielleicht drei, vier Leute auf einmal nicht mehr da sind? Habe ich oft erlebt, hat mich nicht verwirrt. Also die Leute, die man sieht, da kann ich das meistens relativ gut spüren, ob die das nochmal durchhalten oder ob das einfach nicht ihr Ding war, was ich da veranstalte. Was auch völlig legitim ist. Ich finde, also wenn man in der Halbzeit feststellt, das ist nicht meins, was der macht, dann ist es voll entspannt zu gehen. Schwierig sind ja die Leute, die quasi mit Haltung gehen. Also, ne, die im Publikum aufstehen und dann den Saal verlassen. Da hatte ich eine schöne Geschichte. Habe ich auf der letzten Tour, als ich auf der fressefreie Tour unterwegs war, haben wir im Pforzheim gespielt und mein Support war Masoud Akbarzade. Und Masoud hat schon vorher vor mir gespielt, 15, 20 Minuten bevor ich gekommen bin, und hat die Hälfte seines Sets hat im Prinzip sich damit beschäftigt, was für eine beschissene Stadt Pforzheim ist. Und da waren die schon in großen Teilen am Limit. Und als ich dann rausgekommen bin, und ich weiß gar nicht mehr, es war wirklich nur ein Satz. Es war ein Satz, da ist der in der vierten Reihe aufgestanden und gesagt, das geht nicht, das macht man nicht, ich gehe. Und ich stand auf der Bühne und sagte, ich habe doch nur einen Satz gesagt. Und die Leute lachten, weil ich ja tatsächlich nur einen Satz gesagt hatte. Aber es war natürlich, für ihn war das fast übergelaufen durch das, was vorher passiert ist. Und dann steht er halt auf, steht im Licht, schreit im Saal. Das heißt, der präsentiert sich selbst, der bietet quasi an. Dann bleibt mir noch nur noch da drauf zu gehen. So. Und so war es auch. Dann habe ich da fünf Minuten lang Witze gemacht, wieder rausgegangen ist. Und das hat den natürlich noch wütender gemacht, aber die Leute hatten natürlich irgendwie ihren Spaß. Ne? Am Ende hat mir das irgendwie auch ein bisschen leid getan, weil der ja irgendwie nicht so richtig gecheckt hat, was das Konzept ist, ne? was wir da treiben. So. Aber ja, also ich finde, entspannt rausgehen, wenn man keinen Bock hat oder so, und das geht voll klar, wenn man quasi Teil der Show wird, indem man mitten in der Show aufsteigt, dann muss man damit rechnen, dass man tatsächlich auch auf die Bühne transportiert wird. Er war ein sehr, sehr leidenschaftlicher Pforzheimer, bevor er ging. Und anschließend gab es wahrscheinlich bei dir den Shitstorm, ne? Nee, du, bin ich verschont geblieben, bis ich mache ja diese schöne, in der Fachsprache sagt man Early Late Night für die ARD, die Abendshow. Und da ist es so, dass ich jetzt das erste Mal die letzten zwei Wochen in den Genuss von Shitstorm gekommen bin. Was hast du gemacht? Beim ersten Mal habe ich noch gedacht, okay, da habe ich damit gerechnet, weil das so ein polarisierendes Thema war, wo wir uns mit in der Show mit auseinandergesetzt haben, und da war klar, haben wir auch vorher drüber geredet, ne, wenn wir den Beitrag so und so machen, dann werden Leute sich darüber aufregen. Und gesagt, ja, klar, stehe ich zu, können wir durchziehen. Haben wir gemacht und war dann auch völlig okay und handelbar. Beim zweiten Mal habe ich halt nicht damit gerechnet. Und da möchte ich an dieser Stelle alle Taxifahrer in Berlin und Brandenburg grüßen. Oh, du hast über die Taxifahrer einen Witz gemacht. Ich habe über die Taxifahrer einen Witz gemacht. Beziehungsweise wir haben eigentlich gar nicht so einen richtigen Witz gemacht. Wir haben einfach ein Statement von einem Taxifahrer genommen, als diese schöne Taxifahrer-Demo war.
und haben das Publikum gefragt, es gibt einen niegelnagelneuen neuen Taxifahrerwitz, wollen Sie den mal hören? Und die Leute haben gesagt, ja, ja, ja. Und dann haben wir das Statement einfach eingespielt. Und das endete halt damit, dass der irgendwie sagte, und die Taxifahrer sind ja das, die Visitenkarte der Stadt. So, und dann war Schnitt zurück ins Studio und dann haben wir uns quasi alle hysterisch bepisst vor Lachen. Ne? Hm. Weil sie natürlich die Visitenkarte der Stadt sind, aber das ist halt nicht so die allerschönste Visitenkarte in vielen Teilen, da muss man ja ehrlich sein. Und danach hat das irgendjemand in einer Taxifahrergruppe auf Facebook geteilt. Da sind irgendwie, weiß nicht, 12.000 Taxifahrer drin, keine Ahnung. Und danach habe ich sage einen Hass, Mord, Totschlag auf meiner Facebook-Fanseite. Es war unfassbar. Es war wirklich unfassbar. Und ich stellte am Ende fest, dass es sich gar nicht so sehr um diesen Einspieler drehte, der die Gemüter erhitzt hatte, sondern es war meine Anmoderation. Und? Meine Anmoderation beinhaltete den schönen Satz, der ein oder andere würde es aus seinem Uber beobachtet haben, die Taxifahrer haben gestreikt. Das ist aber leider sehr witzig. Entschuldigung an alle Taxifahrer, ich finde. Da habe ich sozusagen den weichen Punkt erwischt. Und es hat mir wieder gezeigt, man macht sich oft Gedanken, wie hart und so weiter kann ein Gag sein und so weiter. Wenn du genau zielst, dann musst du gar nicht so hart schlagen. Dann ist es sozusagen, dann reicht das Anpieksen. Und in dem Moment habe ich die Taxifahrer in Berlin und Brandenburg, die habe ich so angepiekst mit dieser Pointe, weil das ihren Gemütszustand so erwischt hat. Ne? Und sofort haben sie dann eine Projektionsfläche, die ich dann bin. Ne? Dann geht die ganze Wut und die Aufregung, die geht dann endlich mal gezielt irgendwo hin und nehme ich zu mir. So. Also es war interessant zu beobachten, weil das im Prinzip eine Harmlosigkeit war als Gag. Und andersrum muss man sagen, wenn man ins Taxi steigt, da kriegt man oft härtere Sprüche zu hören. Absolut. Liebe Taxifahrer in Berlin und Brandenburg, ja. Der Ingmar Stadelmann und auch ich, fahren regelmäßig mit einem Taxi. Und wir mögen unsere Berliner Taxifahrer, ja. Die auch zwischendurch mal so einen kleinen Schwank erzählen, während sie fahren. Ne? Muss ich ehrlich sein, ne? Ich habe Taxifahrer in Berlin oft als Inspirationsquelle. Mhm. Es ist ja einfach so. Ne? Es gibt ja Ernst-Reuter-Platz an der Gold-Else. Gold-Else. Da ist ja dieser riesige Kreisverkehr. Und da habe ich im Taxi gestanden, als ich vom Flughafen gekommen bin. Und ich weiß nicht, ob du das weißt. Es gibt ja in Städten gibt's ja diese Leute, die jonglieren an der Ampel. Ne? Ja. Und Berlin ist die einzige Stadt, wo da nicht einer steht, der jongliert. In Berlin steht da ein Einbeiniger und jongliert. Da jongliert ein Einbeiniger, wo ich einfach also schon Geld geben würde dafür, dass er steht. Mhm. Aber der jongliert. Und dann habe ich den Taxifahrer gefragt, weil der hat das komplett ignoriert. Und gesagt, beeindruckt sie der ja nicht, so dass der da hier auf einem Bein unter jongliert. Und dann sagte der einfach nur zu mir, mich beeindruckt hier ja nicht mehr. Und dann fragte ich, was hätte der denn noch machen müssen für sie, damit er sie beeindruckt? Und dann guckt er mich an im Rückspiegel und sagt so, wenn der Fußball gespielt hätte. Oh mein Gott. Da hab ich gedacht, du musst eigentlich, das nehme ich mit. Das ist sehr, sehr schön. Hast du ihm den Gag abgekauft? Quasi? Die habe ich ihm quasi mit Trinkgeld abgekauft. die Taxifahrt vom Flughafen, die normalerweise 13 Euro kosten würde, auf dem Weg, den wir gefahren sind, waren es 25. Und dann hat er 35 Euro bekommen. Guter Deal für ihn. Guter Deal. Für mich auch guter Deal, weil die Nummer. Also, kannst du in jedem Programm wieder benutzen, ne? So. Also die sind dann schon auch Inspirationsquelle und es gibt da schon harte Unterschiede, muss man sagen. Wenn man jetzt, dadurch, dass ich halt viel unterwegs bin und steht und so oder und dann auch Taxifahrer, ne? Also so ein Münchner Taxifahrer hat, das ist halt ein völlig anderes Gemüt. Mhm. Der Berliner Taxifahrer, der hat natürlich irgendwie sein Elend auf der Zunge und lebt es dann halt auch aus. Ne? Wenn du da hinten einsteigst bei Regen und so, da heißt es, was, jetzt für 5 Euro Kurzstrecke? Ihr könnt auch laufen. Ich sag, es regnet. Das ist mir egal, ich sitze im Trockenen. So, und dann steigst du wieder aus. So. Aber du hast ja auch ein ziemlich bekanntes Gesicht, ne? Ich kann mir auch vorstellen, dass viele Taxifahrer sagen, Mensch, Herr Stadelmann, mal wieder eine Stadt zu Hause oder was? Ja, also ich kann mich da jetzt, das ist das Schöne an Berlin, deswegen ist das weiterhin auch die große Wahlheimat. Leute erkennen mich, nicken mir zu oder sagen kurz ab, schätze ich meinen Namen und dann ist das Thema durch. Ne? Also entweder man kriegt so eine Sympathiebekundung mit dem Fingerzeig oder na, da ist er, ne? Stadelmann, so und fertig. Ne? Oder man sagt, ach du Scheiße, er, sowas. Kann ich mit leben, ne? Wenn du halt in anderen Städten unterwegs bist und so weiter, dann ist das ist halt etwas anderes, wenn ich in Magdeburg da irgendwie, wo mein Vater wohnt, erkannt werde. Hm. Das ist auch alles okay, ne? Aber man macht sofort Fotos. Man macht Fotos, Leute quatschen dich an, dann wirst du in Gespräche verwickelt und so. Ich hab da ja kein Problem mit, aber da ist Berlin einfach für mich entspannteste überhaupt. Ne? Selbst wenn hier Brad Pitt nackt über den Potsdamer laufen würde, würden die sagen, oh, guck mal, hat auch einen Pimmel. Ja? Hm. Also das ist alles unaufgeregt und das ist das Schöne. Aber den Promi-Bonus in Sachsen-Anhalt hast du schon, ne? Du kommst aus Salzwedel. Das heißt, in Magdeburg, also ist ja quasi deine Landeshauptstadt, ne? Ja, wobei man jetzt auch fairerweise sagen muss, also ein Promi-Bonus in Sachsen-Anhalt ist nicht so schwierig. Nee, das ist, gibt nicht so viele Promis. Dementsprechend ist die Struktur des Publikums und der Menschen dort und natürlich, da werde ich irgendwie natürlich anders erkannt. Ich habe ja auch da, wo ich geboren wurde, in Salzwedel,
ich meine, Prominente kriegen ja dann gerne so Straßennamen oder Plätze. Ich habe eine Tischtennisplatte mit meinem Namen da an meiner ehemaligen Schule. Die Ingmar Stadelmann Gedenkplatte. Das ist ja nicht schlecht. Ich dachte jetzt gerade so, wie du anfingst zu erzählen, dachte ich, die haben tatsächlich eine Straße nach ihm benannt. Nein. Die haben eine Tischtennisplatte nach mir benannt. Aber das kann doch werden. Ich finde, es beschreibt eigentlich mein Leben ganz gut. Weißt du, ein Schild auf einer Tischtennisplatte zu haben, ist doch das Beste, was ein Comedian kriegen kann. Definitiv. Oder? Aber da geht noch was. Stehst du dann im goldenen Buch der Stadt Salzwedel? Noch nicht. Gibt es ein goldenes Buch der Stadt Salzwedel? Ich hoffe das für die Stadt Salzwedel. Falls mich jemand hört von der Stadt Salzwedel, ich erwarte Eintrag ins goldene Buch. Ja, natürlich. Ja, das, warum eigentlich nicht? Und außerdem, jede Menge Straßen schreien danach, nach Ingmar Stadelmann benannt zu werden. Ja, aber geht auch in Berlin, würde ich auch machen. Der Ernst-Reuter-Platz wird umgenannt in Ingmar Stadelmann-Platz. Die Idee hatte noch keiner bisher, oder? Das wäre schön. Berlin hat auch ein goldenes Buch, ne? Klar. Natürlich. Logisch. Klar. Ja, wenn Michael Müller da nicht reingekleckert hat morgens mit der Milch. Keine Witze über den Regierenden, ja? Ist er noch? Ist er noch. Noch ist er Regierender Bürgermeister. So, Ingmar Stadelmann ist bei mir. Wir reden über Comedy. Sehr gerne. Wir müssen die Politiker hier rauslassen, weil die hören auch diese Sendung. Stell dir mal vor, Herr Müller sitzt jetzt nachts vorm Radio und sagt. Der sitzt ja bestimmt. Was soll er sonst machen? Und hört diese Sendung und sagt, bis jetzt war ich dabei. Bis jetzt. Aber jetzt waren sie böse jetzt zu mir. Sie böse das zu machen mir. Wir nicht. Du, der Michi Müller hat auch Humor. Ah, definitiv, ja. Lass uns zur Comedy. 2007, erster Auftritt im Quatsch Comedy Club. Und es hat aber weitere 5 Jahre gedauert, bis dein erstes Programm fertig war. Ne? Was ist denn los mit den Menschen? Ja, das stimmt. Also die... Das Thema ist immer wieder aktuell. Das Thema ist aktuell mit der Frage, merke ich auch gerade wieder. Ich muss jetzt aber eher lachen, weil ich ja ursprünglich noch eine andere Idee hatte für einen Programmtitel, für den ersten. Mein ursprünglicher Programmtitel, und da waren auch schon T-Shirts gedruckt, und es gab eine Homepage, die so hieß, war Fuschimotze. Ich muss es nicht weiter erklären. Nein. Und das fand ich eine wahnsinnig tolle Idee. Und dann haben wir irgendwann festgestellt, mein Management und ich, dass Veranstalter keine Show buchen, die Fuschimotze heißt. Das stimmt. Und das hat mich natürlich in meiner, sagen wir mal, kreativen Entwicklung doch ein Stück weit zurückgeworfen, weil für mich war es unerklärlich, warum man so eine Show nicht bucht. Aber aus heutiger Sicht muss ich sagen, also wenn mich jetzt so ein traditionelles Kabaretttheater wäre und ich müsste ein Plakat aufhängen, auf dem steht Fuschimotze in Gold, hätte ich wahrscheinlich auch meine Bedenken. So. Vermute ich mal. Und vor allen Dingen hast du fürs Leben gelernt, dass man, bevor man den Shop fertig hat, mit fertigen T-Shirts, Kaffeetassen und weiß ich nicht, was du noch so alles gebaut hast, dass man vorher das Programm fertig hat und den ordentlichen Titel dazu und erst dann den Shop einrichtet. Ja, du. Aber da sind wir ja tatsächlich auch dem Markt unterworfen. Das heißt, ich muss immer viel, viel früher mit T-Shirts und Titel um die Ecke kommen, als ich mit Programm um die Ecke kommen kann. Also die aktuelle Show heißt ja jetzt Faschismus. Also wie verschissen, ne? Faschismus. Muss man im Radio immer doppelt betonen, damit Leute nicht denken, man sagt Faschismus. Und den Titel dafür, die Idee dafür, hatte ich vor knapp fast anderthalb Jahren. Weil dieser Rechtschreibfehler ist mir tatsächlich irgendwann in der dritten Klasse, habe ich diesen Rechtschreibfehler gemacht und habe Faschismus geschrieben und fand das ein wahnsinnig lustiges Wortspiel, was irgendwie auch gesellschaftlich gerade gut passt, ne? Als Titel für eine Stand-Up-Comedy-Show mit auch politischen Themen. Und das ist wieder der Beweis, dass wir in einer Zeit leben, wo du als Satiriker, du kannst gar nicht so weit überdrehen, dass es nicht doch passiert am Ende. Weil ich habe mir diesen Titel ausgedacht, habe diesen Titel benutzt, wir haben diesen Titel überall rumgeschickt und 6 Monate später hat, ich glaube, es war die SPD, bei irgendeiner Gedenkfeier, einen Kranz aufgehangen, bei dem tatsächlich Faschismus stand. Gedenken den Opfer des Faschismus draufgeschrieben. Und Leute haben das gescreenshottet und die Berichte und so weiter, haben sie alle auf meiner Seite gepostet und gesagt, ja, das ist doch deine Schuld, du warst es doch und so weiter. Und ich möchte an der Stelle nochmal sagen, ich habe damit nichts zu tun, es war keine PR-Maßnahme, nix. Und ich war vor diesem Verschreiber von der SPD da. Richtig. Es war einfach Copy-Paste, glaube ich, weißt du? Ja. Da war jemand in deinem Programm, hat das gesehen und der war anschließend dafür zuständig, diesen Schriftzug. Das ist natürlich, du hattest ja bis vor dieser Sendung auch bei den Berliner Taxifahrern verschissen, aber jetzt hast du du hast dich ja entschuldigt offiziell und insofern ist das ja auch wieder aus der Welt, ne? Ich hoffe doch, dass ich wieder Taxi fahren kann, ohne dass ich mit einer Morddrohung rechnen muss. Nein, passiert ja nicht. Faschismus ist übrigens sein 4. Programm. Es gab ja zwischendurch noch diverse andere, über das wir lachen konnten. Homophob zum Beispiel oder Fressefreiheit. Ich habe mich damals gefragt, du hast die ersten beiden Programme als Premiere im Quatsch Comedy Club in Berlin aufgeführt. Genau, was ist denn los mit den Menschen? War meine erste Show im Premiere im Quatsch Club und das Homophob haben wir auch als Premiere im Quatsch Club. Und dann bist du aber nach Köln gegangen und anschließend Dresden. Was ist los? Du musst doch das in deiner Wahlheimat spielen, oder? Ja, die Shows sind auch immer in Berlin dann. Also das ist ja nicht das Ding. Was die Premieren angeht, ich glaube, das haben wir bei Fressefreiheit haben wir die Premiere auf dem Köln Comedy Festival gemacht. Wir hatten das Angebot, die wollten gerne die neue Show dort haben.
Und dann habe ich gesagt, dann mache ich Köln als zweite Wahlheimat, mache ich die Premiere da, ne, auf dem Festival. Und das ist das größte Comedy-Festival Deutschlands. Das heißt, das ist jetzt schon nicht so schlecht, wenn man da eine Premiere machen kann. So, und deswegen haben wir es da gemacht. Dresden tatsächlich auch eine absichtliche Wahl gewesen. Und das Plakat, da bin ich drauf mit einer Augenklappe über dem rechten Auge in Deutschland fahren. Und ich habe mir so gedacht, in meinem provokanten Wahn, so ein Plakat in Dresden, das sorgt bestimmt für Aufmerksamkeit. Und für volles Haus, hoffentlich. Hoffentlich, ja. Also die Tour ist soweit irgendwie ganz gut verkauft. Ne? Wir klopfen auf Holz, dass Corona nicht alles kaputt macht. Darüber müssen wir jetzt mal reden. Ja. Corona und Auftritte, das ist natürlich für Leute wie dich und für alle anderen, die mit Veranstaltungen zu tun haben, echt ein großes Desaster. Ne? Ja. Ich bin ja kein Mediziner und so weiter. Wenn ich es richtig verstanden habe, Virologen richtig verstanden habe, früher oder später wird es uns sozusagen eh alle irgendwie ereilen, dieser Virus wird sozusagen durchgereicht werden. Aber wenn ich, also das Letzte, was ich zu Hause horten würde in so einem Fall, ist doch Klopapier. Du hast keins? Ich habe Klopapier, aber warum soll man denn 3 Tonnen Klopapier kaufen für den Fall, dass man, das Letzte, woran ich denken würde bei einer Corona-Panik oder einem Ausbruch, ist, dass mein Arsch sauber ist. Das wäre mir völlig scheißegal. Ich sitze zu Hause und darf nicht rausgehen. Wenn ich will, dann benutze ich die Dusche als BD, da mache ich Handstand. Weißt du, das ist so, was ist denn da los bei den Menschen? Also, was die Prioritäten sind? Wir kaufen Desinfektionsmittel, Nudeln und Klopapier. Was ist das für ein Abend, den man sich da macht? Ich habe auch darüber nachgedacht, aber vielleicht sind ja nicht alle Leute in der komfortablen Situation, dass sie eine Dusche haben. Weißt du, wenn du dann nur so einen kleinen Warmwasserboiler hast, dann heißt das Arsch übers Handwaschbecken. Dann musst du schon etwas gelenkiger sein. Und dann brauchst du Klopapier. Ja, also das wäre die Erklärung dafür. Ne? Also es kann alles passieren in Deutschland, aber du darfst halt nicht ohne Klopapier zu Hause sitzen. Ne? Das ist wirklich, das ist die große Angst der Deutschen. Hast du Klopapier? Ich habe sogar 4-lagiges. Wie viele Rollen? Wenn meine Notvorräte richtig eingeschätzt sind, habe ich noch genau 5 Rollen. Und wie viele Blätter verbrauchst du pro Tag? Du, da sagst du was. Du, ich habe festgestellt, ich habe mich ja für einen normalen Menschen gehalten, ne? Aber ich benutze wahnsinnig viel Klopapier. Also für einen quasi Vorgang, da gehen bestimmt 15, 20 Blätter drauf. Siehst du? Und ich kenne Leute, die brauchen 3. Die bewundere ich. Weil ich denke, Alter, wie macht man das mit 3 Blättern? Falten die nochmal oder was? Wie kommen die in die? Weißt du? Und ich habe einfach mal hier und blöpf, und drauf da und weg. Und das habe ich erst festgestellt. Meine Mutter irgendwann meinte, Mensch, du verbrauchst aber wahnsinnig viel Klopapier. Hm. Wie meinst du das? Na, ich habe die Rolle neu drauf gemacht, als bevor du gekommen bist. Ich war jetzt 3 Tage hier. Alle. Du siehst aber, du musst tatsächlich mit deinen 5 Rollen, kommst du nicht so weit. Obwohl, du hast ja die Dusche. Ja, ich habe die Dusche. Mir ist es, das ist mir wirklich wurscht. Und also, Nudeln? Nudeln habe ich auch nicht. Ich habe 12 Erasco-Aktien, die sind durch die Decke gegangen. Ja, im Prinzip mein komplettes anderes Portfolio ausgeglichen. Okay. Also man muss halt jetzt wirklich in die richtigen Sachen investieren. Ne? Also Erasco-Aktien braucht man, Hygienehersteller, da muss man Geld reinpumpen. Also die Aktienkurse gehen richtig durch die Decke, der Rest bricht halt irgendwie zusammen. Ich habe auch so ein bisschen eine Faszination, muss ich sagen, dafür, ne? das zu beobachten, wie lange man sich so eine Gesellschaft quasi aufrecht, im normalen Zustand aufrechterhält. Und wann tatsächlich quasi Sachen, die man für alltäglich halt nicht mehr stattfinden. Ne? Wann die sozusagen, wann ist die Panik so groß, dass Leute sagen, geh doch nicht einkaufen. Ne? Also was sind die Kipppunkte? Das ist tatsächlich ganz spannend zu beobachten. So. Aber man muss auch sagen, wir sind natürlich medial einfach in der Situation, dass diese Ängste und Sachen, die Leute dazu bringen, auf irgendwelche Beiträge zu klicken, wahnsinnig getriggert werden. Ne? Ja, klar. Das ist halt einfach ein großes Problem. Wir sitzen da in unserer eigens geschaffenen medialen Blase, die dafür sorgt, dass eigentlich alles im Live-Ticker durchrauscht. Jede Meldung ist sozusagen Breaking News und in dem Moment bekommt halt alles so einen Spot und eine Beleuchtung und eine Wichtigkeit, die es vielleicht gar nicht hat. Ja? Und also ich glaube halt einfach, wir werden den Virus einfach nicht aufhalten können, so, aber wir werden halt auch nicht einfach alle sterben. So, das muss man halt so sagen. Ich habe überlegt, wie das mit dem Klopapier zustande kommt. Du hängst noch beim Klopapier. Ich hänge noch beim Klopapier. Ja. Stell mal vor, Aldi zum Beispiel hatte Lieferprobleme mit Klopapier, weil der LKW, der das Klopapier von A nach B transportiert hat, unterwegs eine Panne hatte. So. Ja, jetzt hatte irgendwer festgestellt, bei Aldi gab es kein Klopapier. Hat das gepostet, ich habe bei Aldi kein Klopapier bekommen. Ja. Schlussfolgerung der Leute, ja. Oh, Klopapier wird knapp. Ja, jetzt geht's los. Vielleicht war es einfach nur eine LKW-Panne eines Liefer-LKW. Man weiß es ja nicht. Ja. Weil es ergibt wirklich keinen Sinn. Also ich meine, mehr als 10 Rollen muss man nicht zu Hause haben. Ja. Es sei denn mal so ein Verbrauch wie du. Aber hast du Desinfektionsmittel? Nee, habe ich auch nicht. Also ich habe eine ganz normale, so eine klassische Handseife zu Hause. Und davon habe ich auch echt genug da. Hamsterkäufe? Nee, auch nicht. Bei immer. Seife? Nee, auch nicht. Also gar nicht. Ich habe nichts da, ne? Ich habe tatsächlich 2 Dosen Hundefutter, Cornflakes und Milch.
Aber Hundefutter schmeckt auch nicht so wahnsinnig gut, wa? Aber man sagt nicht umsonst, was für den Hund nicht schlecht ist, kann für den Menschen auch gut sein oder so ähnlich. Das ist unfassbar. Ich frage mich die ganze Zeit, wie das ist, wenn man als Comedian in einem Theater steht, wo normalerweise 1000 Leute reinpassen und es ist gar keiner da. Das ist für, auch blöd für dich, oder? Das ist blöd für mich, aber es hat den Vorteil, dass auch keiner dumm in die Show husten kann. Stimmt. Aber der Applaus fällt doch sehr, 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 sehr. Ja, der Applaus ist natürlich, also es ist natürlich das Brot des Künstlers, wie man schon sagt, dass er Publikum hat. So, ne? In dem Moment, wo die Leute nicht kommen, bin ich im Prinzip arbeitslos. Das muss man ganz klar sagen. Ne? Also, wenn aus egal welchen Gründen die kritische Masse nicht mehr zusammenkommt, die man braucht, um eine Show zu spielen, ist meine Aufgabe insofern erledigt. Ja? Also dann kann ich mich, weiß ich nicht, irgendwie zu Hause hinstellen und meine Gags machen oder Witze posten oder mich irgendwie live streamen und so weiter. Aber das, was ich eigentlich machen will, nämlich Live-Shows spielen, das findet ja dann nicht statt. So, das wäre natürlich schon bitter und schade, ne? Das ist schwierig. Also Fußballspiele ohne Publikum stelle ich mir schon schwierig vor. Comedy ohne Publikum ist, glaube ich, noch viel, viel schwieriger. Kann man sein lassen. Also so eine klassische Stand-Up-Show ist ja ein Live-Format, das davon lebt, dass man einen Response hat, dass da ein Resonanzboden ist, ne? Dass Leute auf Gags reagieren können und so weiter. Das funktioniert nicht ohne Publikum, in eine Kamera reintrocken, ohne Leute. Also das müsste man dann anders bauen. Es gibt natürlich auch Comedy-Formate, die im Prinzip ohne Publikum funktionieren. Also so Quatsch, eingespielten Lacher. Ne? Ja, ich meine, wenn man jetzt irgendwie einen Podcast macht, ne, wo man irgendwie zusammen talkt und so weiter, da hast du ja auch kein Publikum da, aber da entsteht durch die Dynamik dann halt oft eine Form von Humor, die sie nach außen noch überträgt und so, ne, das funktioniert. Aber man kann jetzt kein Stand-Up-Set, auch hier in so einem Talkformat, ich kann jetzt keine Gags runter erzählen, die ich auf der Bühne live erzähle, das funktioniert nicht. Ne? Nicht, dass jetzt der Anschein entsteht, wir machen uns darüber lustig über die Situation. Wir finden das selbst auch sehr tragisch, dass es so ist, weil ich meine, wir profitieren davon, dass Veranstaltungen stattfinden, dass ich zum Beispiel zu Veranstaltungen gehe, um interessante Menschen kennenzulernen, die ich in diese Sendung einlade. Ja. Und du lebst davon, dass du Leute zu deinem Programm holst. Ne? Ja, natürlich. Also für mich als Comedian ist es natürlich dadurch, dass ich ja generell die Beobachterpose suche. Ne? Ich beobachte Dinge ja und da bietet sich natürlich auch in so einer Situation einfach viel an. Ne? Dass man sieht halt, also diese Art und Weise, wie Klopapier gekauft wird, ist natürlich für Comedy ihr Gold. Ja. Ja, muss man schon sagen. Das heißt aber, auf einer Bühne muss man das schon so transportieren, dass Leute eben das Gefühl haben, dass man schon verstanden hat, was das Problem dahinter ist. Ne? Und dann kann man natürlich darüber Witze machen. Ich glaube, das gilt aber für alle Sachen so. Also es ist einfach eine wahnsinnig spannende Zeit gerade. Also es ist ja auch Wahnsinn, dass sozusagen die große Angst vor der Klimakatastrophe, die Freitagsdemonstrationen, die müssen jetzt ausfallen wegen der Virenkatastrophe. Ja, also die eine Katastrophe löst die andere Katastrophe. Im Prinzip schlittern wir nur noch von einer Katastrophe in die nächste. Wir hatten die politische Katastrophe, wir haben die Klimakatastrophe, wir haben die Virenkatastrophe. Wir leben von einem Katastrophenszenario ins nächste. Und ich befürchte, dass die Leute darin natürlich hart abstumpfen. Ne? Weil das machst du halt einmal mit, einmal schiebst du die Panik. Und beim zweiten Mal vielleicht auch noch. Und beim dritten Mal sagst du, ach, komm, blöd. Passiert sowieso nichts. Passiert eh nichts. Also wird dein fünftes Programm wahrscheinlich heißen, Mein Leben nach Corona. Aber erstmal ist das vierte Programm natürlich, Faschismus ist jetzt im Augenblick Programm, um es mal so zu nennen. Mhm. Und da gibt es ja auf jeden Fall Termine und das wird auf jeden Fall auch nach einer Zeit liegen, wo Corona wahrscheinlich wieder als Gag auftaucht, aber nicht mehr in unseren Köpfen. Absolut, ich, ja. Ja, und bis November wird hoffentlich alles vorbei sein. Am 4. November ist Ingmar Stadelmann dann in den Wühlmäusen in Berlin mit seiner Show Faschismus. Genau, das ist die Zusatzshow in den Wühlmäusen, die wir gemacht haben am 4. November und wir sind auch noch in Potsdam. Wo sind wir in Potsdam? Ja, am 13.11. Ah, im Lindenpark, in Potsdam, am 13.11. Man findet es ganz natürlich auch, wenn man dich in sozialen Medien verfolgt. Wo findet man dich? Also ich bin eigentlich also auf allen für mich wichtigen Plattformen, Twitter, Facebook, Instagram. Und man kann einfach faschismus.de eingeben, dann landet man auf meiner Homepage und bei den Terminen. Aber richtig schreiben, Faschismus. Genau. Es geht um Verschissen. Falls das jemand überfordert, kann auch einfach Ingmar Stadelmann googeln. So, bei wem müssen wir uns jetzt am Ende dieses Talks entschuldigen? Ich weiß nicht, haben wir es hart übertrieben? Nö, eigentlich nicht, oder? Taxifahrer hatten wir, die sind wieder mit uns wohlgesonnen. Also wollte gerade sagen, ich lösche jetzt die Uber-App und dann fahre ich wieder Taxi. Und Berlins Regina ist auch wieder mit uns. Weiß ich nicht, haben wir so viel Quatsch gemacht? Nö, habe ich doch gar nicht, artig, Mensch. Es war fast alles in Ordnung. Ja, ja, also ich habe schon schlimmere Interviews gegeben. Genau. Und es gibt auch noch eine Internetseite, wo man sich informieren kann. Worüber? Über dich. Ach so. Wie heißt? IngmarStadelmann.de. Ja, genau, das wollte ich nochmal sagen. Sehr gut. Der Vollständigkeit halber muss das ja auch mal genannt werden. Sehr gut, sehr gut. Ja. Ansonsten findet man dich auch bei YouTube, gibt diverse Videos. Es gibt diverse Videos und wer tatsächlich einen persönlichen Kontakt möchte, findet mich aktuell am meisten tatsächlich auf Instagram. Also es gibt auch die Facebook-Fanseite und so, die wird aber quasi wegen des Shitstorms quasi professionell betreut.
Mich findet man ansonsten im direkten Kontakt gerne bei Instagram. Deine Comedy-Preise, sind die da auch zu sehen irgendwie? Die steht auf dem Klo tatsächlich, ja. Du kannst jetzt noch nicht gehen, bevor wir darüber geredet haben. Das ist also kleiner Bonus-Track an dieser Stelle. Wir reden über Ingmar Stadelmanns Comedy-Preise auf dem Klo. Wieso denn das? Gute Frage. Ich weiß, also ich habe ja den deutschen Comedy-Preis. Der steht tatsächlich, den habe ich mal als Türstopper benutzt beim ist Umzug. Wahr, oder? RTL-Comedy-Grompi? Genau, weil ich, den Comedy-Grompi ist so ein riesiger, das ist so ein, also der ist wirklich riesengroß. Den habe ich kaum im Auto transportiert bekommen. Der steht in der Wohnung meiner Ex-Freundin. Okay. Den muss ich noch abholen. dann habe ich die Wühlmäuse-Preise. Die stehen beide im Wohnzimmer tatsächlich. Aber der Comedy-Preis steht tatsächlich, warum steht denn der auf der Toilette? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, irgendwas muss sich damit blockieren. Eine Tür, eine Tür, eine Tür. Ich meine eine Tür. Ingmar Stadelmann war heute bei uns im BB-Radio Mitternachtstalk Podcast. Es war ganz toll, dass du da warst. Ich danke euch, hat Spaß gemacht. Wann kommst du wieder? Sehr gerne, wann immer ihr mich braucht, bin ich dabei und freue mich, hier Gast sein zu dürfen. Viel Erfolg für dich. Danke euch. Der BB-Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und der neueste Podcast jeden Mittwoch.